Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zu einer neuen Folge Let's Play Desperados 2 Cooper's Revenge. Ich bin jetzt hier wieder in diesem Fort gelandet. Kaum habe ich es rausgeschafft mit dem Indianer, wollen die wieder rein, um da was einzubrechen und da irgendwas zu holen aus seinem Büro. Ich muss da jetzt rein, bin jetzt zwar noch im neutralen Teil, da wo ich nicht angegriffen werde, kann ich herumgehen, wie ich möchte, muss aber da rein und dort muss ich irgendwie durch die Bar, glaube ich, durch die Hintertür, dann durch diese Wand durch und dann rauf irgendwie und das ist, glaube ich, gar nicht einfach, weil bisher war das Taktische gar nicht so leicht zu machen, weil die Charaktere irgendwie einen müden Gang haben in diesem Spiel und das ist durchaus erschwert. Vor allem viele Versuche zu machen hintereinander dauert länger als wie zum Beispiel im ersten Teil oder im Shadow Tactics zum Beispiel. Das ist halt so gemacht in diesem Spiel. Es ist nicht schlecht, es ist sehr anspruchsvoll, finde ich, vom Schwierigkeitsgrad her, aber ja, es ist ein bisschen schwieriger, weil es eben länger dauert. Naja, sei es wie es sei, ich muss da jetzt durch und muss da rein. Ich habe das noch nie gemacht, spiele es auch zum ersten Mal. Ich hoffe, ich kann das. Ich habe es auch nirgends angeschaut, wie man das machen könnte. Ich schaue auch generell keine Komplettlösungen, sondern versuche das immer selbst zu spielen. Da liegt auch bei mir ein bisschen der Spaß drin. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge und eine gute Unterhaltung. Ja, in Fort Wingate sind wir drin und die Mission heißt jetzt auch wieder das Hauptquartier, weil da muss ich jetzt rein ins Hauptquartier und boah, ich hoffe, ich kann das. Ganz ehrlich, weil wisst ihr, wenn man das Spiel so normal spielt, als Spieler, so ihr zu Hause zum Beispiel oder ich früher, bevor ich ja so Let's Plays gemacht habe für YouTube, da setzt man sich einfach hin, da ist gechillt, ist man am Tag, da sind Leute im Raum, ist wurscht, was auch immer, man spielt halt das Spiel, plagt sich ein, zwei Mal, kann es nicht, steht auf, geht was trinken, geht was essen, geht was irgendwas und spielt einfach weiter. Wenn man jetzt aber hier so spielt, so wie ich, jetzt muss ich hier eine halbe Stunde spielen. Ihr wollt ja auch in einer halben Stunde irgendwas sehen. Ich glaube nicht, dass ihr sehen wollt, wie ich mich eine halbe Stunde lang plage und gar nichts schaffe. Ja. Genug getrödelt. Richtig, genug getrödelt. Das heißt, ich stehe auch unter einem leichten Druck, den ich mir hier selbst auferlege, euch auch hier was zeigen zu können und euch was bieten zu können. Nicht einfach nur, wie soll ich sagen, recht losermäßig hier herumverlieren. So, für die, die das Spiel noch nicht kennen, ich muss da durch. Also die Mission noch nicht kennen. Im letzten Video war das Mission Briefing. Und da kann man so hinter die Bar. Ich kann aber nicht hinter die Bar, weil sobald ich da hinter die Bar gehe, finden die das nicht cool, der Barmann und diese Leute da, die Militärs. Wie heißen die? Wie hat man denn die genannt früher hier im Wilden Westen? Die Miliz? Das war keine Miliz, oder? Es war der Norden gegen den Süden und die haben halt dann diese Uniformen da immer angehabt. Naja, auf jeden Fall muss ich das durch. Da raus und in dieses Gebäude rein und ich glaube da irgendwo im ersten Stock oder was muss ich hin und da ist es ja so oder so ähnlich und es gibt nur den einen Eingang, es gäbe auch noch den Haupteingang, wobei ich glaube der Haupteingang ist ja noch viel schlechter, weil wie soll ich ihn da durch? Zwar schläft er hier beim Haupteingang, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier außen rum muss, weil hier sind einfach Leute und die Leute bewachen hier diese Eingänge. Auf der Mauer ist einer. Und da und vor allem der schaut genau in die Richtung, wo ich hin muss. Und dieser Kommandant oder was das Verflucht ist, nochmal. der Wann geht General, es der geht auch endlich immer in die weiter? Richtung. Also vermutlich, vielleicht ging es auch, dass ich da entlang gehe, aber ich glaube was nicht. Deswegen nehmen wir einfach den Haupteingang. Den Seiteneingang meine ich. Okay. Ja, dazu muss ich da rein. Neues Spiel, neues Glück. Schaut mir jemand nach? Jetzt habe ich das Problem, dass der. Jetzt will ich mal Jetzt schauen, ob bin der ich aber Barkeeper gespannt. mir eventuell nachschauen würde, Weiter wenn ich ihn geht's. verführe. Ja, der bemerkt mich schon. Sein Sichtkegel wird jetzt orange. Was springt raus bei dem Job? Geh nochmal auf die Auf Seite. geht's. Kommt Wollen der wir spielen? jetzt zu ihr? Genug getrödelt. Weil die Jetzt bin ich aber gespannt. mögen die Frau. Ganz leise. Die trödeln also langsam Genug rum. Der muss mich getrödelt. nämlich relativ lange anschauen, damit er jetzt dann wirklich herkommt. Schauen wir mal. Ich glaube, das funktioniert Na, so. dann Ah. mal los. Bin schon So. unterwegs.
Ich frage, ob ich ihn nur ablenken kann oder auch anlenken, also anlocken kann. Offensichtlich nur kurz ablenken. Es gibt auch noch hier etwas Gas. Damit kann ich Leute betäuben. Vielleicht muss ich das holen, aber. Na, dann mal los. Ich bin nicht bin sicher. Schon unterwegs. Na, noch ein Ass im Ärmel? Schauen wir mal. Halt! Da war was. Hallo, Madam! Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt so, jetzt bin ich kommt aber er und gespannt. Folgt mich. Schaut mir jemand nach? Na, dann mal los. Und los. Ja, das ist ein Problem. Sobald ich hier irgendwie jemanden niederschlage, finden die das alle uncool. Und? So ist der Was Trick. Ist's? Ich könnte simulierte Ohnmacht machen. Oh Gott. Mir ist schwindelig. Vorwärts. Okay, das war's. Weiter. Hat jemand Lust auf eine Runde Poker? Ich reiße Ihnen die Ohren ab, Soldat. Jetzt kämpfen die um sie. Stehen unter Arrest. Und jetzt hauen die sich gegenseitig. Manchmal dauert nur eine Sekunde. Sein, und los. Andere Schritte? Für alle Fälle. Genug gedrückt. Mal sehen, was ich hier. Was ich passiert, wenn ich jetzt. Noch ein Ass im Ärmel? Ohnmacht simuliere. Neues Spiel, neues. Und zwar hier, sodass sie alle hören. So. Die Lady redet mit mir. Okay. Schauen wir mal. 5 Minuten. Stehen Sie auf. Ich bin Pablo Sanchez. Schön langsam. Adelante! Vielleicht war hat das so jemand einen Plan? Wollen wir spielen? Ruhig, oder es knallt. Endo. Keine Bewegung. Also, rein theoretisch klappt das, sodass ich die kurz ablenke. Was soll Sanchez machen? Wollen wir spielen? Aber vielleicht muss bin ich dann weg. Unterwegs. Noch mal. Nein, so laut nicht. Ich muss den Radius mal einstellen, wie laut die schreit. Noch ein Ass im Ärmel. So. Gehen wir es an. Was springt raus bei dem Job? Was soll Sanchez machen? Wollen wir spielen? Das probieren wir jetzt noch einmal. Mal sehen, ob das klappt in die Richtung. Sonst muss ich mir was anderes einfallen lassen. Oh. Warum ist das so, dass wenn ich das anklicke, das nicht gespeichert bleibt? Genau, die drei sollen sich. Nein, dauert nur eine Sekunde. Am besten da unten. Oh Gott. Was soll Sanchez machen? Angekommen! Hey, du! Ja, wenn ich da hinter die Bar komme, dann sind die gleich alarmiert. Aber ich habe ein Problem mit dem Typen. Vielleicht will er die Kirche. Hat jemand einen Plan? Adelante! Nee. Er sieht das, die Kirche-Fläschchen holt es aber nicht. Oh ja, schnell, schnell! Also wie machen wir das mit dem... Die zwei hier sind auch nicht nett. Vorwärts. Fußballspiel. Schreibt niemand. Tja. Salzburg geht nach Hause. Halbfinale EM. Europa liegt nicht hier. So. Nun gut. Sagt dann, Leute, wie mache ich das jetzt? Wie bringe ich die drei auseinander? Der stört nicht, der schaut nie her und der schaut auch nie her. Aber die drei. Na? Vielleicht kann ich das
Kann ich die alle drei auf einmal ablenken? Und zwar hier irgendwie? Na, noch ein Ass im Ärmel? Hilfe! Stehen die jetzt auf, oder? Ich bin Pablo Sanchez! Wollen wir spielen? Sie haben 5 Minuten! Du bist aber ein kräftiger Bursche. Sehen Sie auf, Ma'am. Bleiben Sie ruhig, oder es knallt. Warum? Keine Bewegung. Die verhalten sich immer unterschiedlich. Ich glaube, wenn es einer sieht oder so und der andere dann als Zweiter, dann meint der Erste, die Frau gehört ihm und dann verhaut er den Zweiten. Aber wenn es nicht so ist, dann verhauen die beide mich. Nein, nicht so. Aber ich glaube, dass der Schlüssel bei ihr liegt irgendwie, oder? Weiter geht's. Und? Was? Jetzt lasse ich's richtig krachen! Was ist denn das? Nitroglycerindose. Was kann denn die? Wir stellen mal hier eine Nitroglycerindose auf. Ich glaube, die macht einfach nur Lärm, oder? Ich bin schon unterwegs. Oh Mann! Hey, du! Hinter meinem Tresen hast du nichts verloren. Entschuldigung. Und was macht jetzt die Nitrodose? Jetzt lass ich's richtig krachen! Nichts. Doch, er sieht die. Das habe ich gemeint. Ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Ich weiß nicht, wie ich die ablenke. Ich darf die nämlich auch nicht verletzen oder fesseln oder sonst was. Ich glaube, ich mache das so. Ich verhau die alle 4 auf einmal. So, du gehst da mal nachher. Was für ein Job. Ich bin Pablo Sanchez. Kaboom. Ich mach das so. Mach mal die Tür zu. Oh Mann. Und jetzt verhau ich alle 4 auf einmal. Gehen wir es an. Alle 5. Ich programmiere das jetzt. Vielleicht hätte ich das direkt machen sollen. Okay, das war's. Hey, du. Hinter meinem Tresen hast du nichts verloren. Gut, ich glaube, das ist das Rätselslösung. Programmieren hier. So, du. Verhau den. Hat jemand einen Arzt gerufen? Verhau den. Na? Du. Verhau den. Yippie-yay! Du verhau den. Kein Problem. Und du. Dann speichern wir. Und der da sollte ihn da verhauen haben. Kein Problem. Okay, jeder macht irgendwen die Zeit kaputt. Der singenden Pfeile ist angebrochen. Der muss sich verstecken. Zur Sache jetzt. Weil der darf nicht gesehen werden. Die Zeit der singenden Pfeile ist angebrochen. Der Hawkeye. Du springst raus bei dem Job. So, und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Also, wenn der jetzt da runterkommt, sollte ich alle 1, 2, 3, 4, 5 auf einmal erwischen. So, jetzt speichern wir und jetzt probieren wir das mal. So gut wie erledigt. Halt! Da war was! Was war das? Ist das nicht mit Leertaste für alle auf einmal? Heiße Sache das! Da ist was im Busch. Warum nicht gleich so? Was ist? So, du fesselst den. Neues Glück. Du fesselst den. Jetzt lass ich's richtig krachen. Du fesselst den. Was war das? Was für ein Job. Hat jemand Lust auf eine Runde Poker? Hat jemand einen Arzt gerufen? Na bitte. War ja easy. Jetzt lass ich's richtig krachen! Jetzt komm ich! Klarer Fall! So, haben jetzt alle gefesselt. Was gibt's? Hat jemand einen Plan? Wollen wir spielen? Zur Sache jetzt. Okay, Leute, ich glaube, das war's. Tja, wenn der Typ hier
einverstanden ist, dass jetzt jemand hier gefesselt ist, dann habe ich gar kein Problem mehr. Raus bei dem Job. Ich speichere mal. So gut wie erledigt. Ich darf ja hier laufen und alles machen. Ich nehme den jetzt mit. Und los. Wer sind Sie? Vorwärts. Mal sehen, was uns dort erwartet. Okay. Was ist? Sind alle gefesselt? Ja. Gut. So einfach, Mann. Hätte ich gleich machen sollen. Okay, ich glaube, ich hole mir jetzt noch das Dog, hol dir mal das, was da drin liegt. Achso, dann hol dir den Typen erstmal, den Barkeeper. Den stellen wir jetzt hinter die Bar, damit ihn niemand sieht, weil dann holen wir uns nämlich die Gasfuhren von da hinten. Vorwärts. Da bin ich. Was ist? So, und Doc, du musst das jetzt aufmachen. Gib mir Deckung. Was haben wir denn da? Okay, wunderbar. Und Gas haben wir auch noch. Okay, also ich muss ja als Team hier zusammenarbeiten. Gehen wir es an. Da komme ich. Man kann nämlich, ich meine, das habt ihr wahrscheinlich hier gesehen, man kann ihnen Job. Die Befehle, die man sonst auch erteilt, mit diesem Quick Action aufzeichnen, kann man ihm programmieren und dann kann man die auslösen, dann führen die alle auf einmal diesen Befehl aus. Dann also darüber. Bei dem Job. Dann wollen wir mal. Und los. Okay, gut. Also das freut mich jetzt schon mal, dass das geklappt hat. Im Gleichschritt, marsch! Jetzt haben wir die Tür auf da hinten. Und die können gar nicht mehr jetzt aufstehen, gar nichts mehr, die liegen jetzt einfach nur rum. Nennen Sie das Marschieren! Der schreit voll an. Hier ist noch eine Gasfiole. Gib mir Deckung. Pass mal auf hier. Wir müssen aufpassen, hoppla. Könnt ihr mich eventuell sehen? Hallo? So. Ich reiße Ihnen den Arsch auf! Wenn's sein muss. Wie ihr seht, diese Sichtkegel, die sind manchmal durchsichtig, manchmal. Vorne hell, hinten dunkel und wenn ich im hinteren Bereich stehe, dann sehen die mich halt nicht. Seht ihr, der sieht sehr weit rein, aber er sieht mich halt jetzt gerade nicht, da wo ich jetzt stehe. Und diese Gasfiolen, die ich da jetzt habe, stehe ich hier richtig? Welche will ich speichern? Ja. Die Gasfiolen, die helfen mir, weil ich kann damit, wenn ich jetzt so das hinschmeiße, dann schlafen die alle. Für eine gewisse Zeit, das ist sehr wichtig. Natürlich werde ich jetzt nicht die hier zum Schlafen bringen, weil das ist eine viel zu große Gruppe. Die wird dann von den Leuten hier gesehen oder so. Dann habe ich echt ein Problem oder von den Typen auf der Mauer. Könnte jetzt aber auch sein, dass ich zum Beispiel darauf muss, auf die Mauer, um zuerst mal die zwei Typen von der Mauer zu entfernen. Also darauf nicht, weil das geht nicht. Aber da könnte ich. Die wird nämlich nicht bewacht, dieser Aufgang. Ich hoffe halt nicht, dass ich da irgendwie außen rum muss. Achso, kann ich eh nicht, weil die Mauer ist zerstört. Okay, da muss ich definitiv runter und einfach bei der Tür da rein. Wobei, einfach ist es relativ, weil, wie ihr seht, da ist jemand drin. Und der schaut genau... Wow, da sind drei sogar. Die Tür kann ich definitiv nicht nehmen. Den Haupteingang. Das ärgert mich. So. Den Nebeneingang. Den Nebeneingang könnte ich nehmen, aber dann müsste ich hier über den Platz drüber. Vielleicht muss ich doch über die Mauer und dann hier runter. Eigentlich will ich nicht, aber ich kann da nicht rein. Was könnte ich tun? Über die Mauer kann ich auch nicht, oder? Hier ist halt lang. Ja, ich könnte es versuchen. Naja, ist nicht. Das Problem ist, die laufen hier wunderbar Wache. Soll ich es mal probieren? Ich könnte hier oben eine Gasflasche raufschmeißen, dann erwische ich alle drei. Dann hole ich mir den dann noch von der Mauer und den anderen. Den da.
wie auch immer ich ihn mir hole, weil das ist das nächste, ich weiß nicht wie. Dann bin ich mal auf der Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer. Und dann gehe ich da runter tatsächlich. Und dann kann ich hier vorbei. Weil hier schaut niemand hin. Hinter denen. Muss nur den erwischen und den da. Und dann kann ich da rein. Sie sehen aus wie verlassene Küken, die ihre Mutter suchen. Echt jetzt? So ein komplizierter Weg über die Mauer, um über diesen Platz drüber zu kommen, weil mich der hier sieht. Wer sieht denn da hin? Wenn jetzt niemand gerade her schaut, dann könnte ich ja so rüberlaufen und mich da hinstellen, ne? Weil ich glaube, hier schaut niemand her. Es gibt einen, der läuft da immer rein und raus, offensichtlich, der da. Sollen wir es mal probieren? Wir gehen jetzt einfach quer über den Platz. Was ist? Doc, du bist dran. Wenn's sein muss. Wenn's sein muss. Ich gehe ja schon. Was jetzt? Bin gleich da. Sieben Leute haben jetzt auf diesem Platz geschaut. Ich reiße ihnen den Arsch auf! Verfluchte Schinderei. Leg dich hin. Ich glaube, das war gut. Lass mal weg. Im Gleichschritt, Marsch! Stehen. Okay, schaut da runter. Ich hoffe nicht. Rein theoretisch war das jetzt echt gut. Sie sehen aus wie verlassene Küken, die ihre Mutter suchen. Also ich kann einfach da über den Platz drüber laufen. Ich bin schon mal hier bei der Mauer. Wie heißt das eigentlich, da wo ich hin muss? Was muss ich denn da holen? Finden Sie einen Weg ins Innere vor und schleichen Sie in Clarks Büro, um Beweise gegen Clark sicherzustellen. Weiterhin gilt, Sie dürfen keine Soldaten töten. Sie, ja, achten Sie vor allem auf Hawkeye, der eigentlich im Gefängnis sitzen sollte. Naja, okay. Ich werde Hawkeye überhaupt nicht verwenden, weil das hat keinen Sinn. Deswegen lasse ich den einfach da, wo er ist. Weil den darf niemand sehen. Sobald er überhaupt gesehen wird, ist das ganz schlecht. Deswegen achten wir so auf ihn, indem wir ihn gar nicht erst mitnehmen. Aber das da funktioniert doch, da kann ich jetzt einfach auf die Mauer rauf, glaube ich. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Ah ja. Gut. Bin gleich da. Was jetzt? So, jetzt schauen wir mal, ob der ihn gesehen hat. Gib mir Deckung. Ich hoffe nicht. Irgendwie ist der Kegel nicht mehr ganz grün. Weil sobald er über mich drüber fährt mit dem Kegel und er sieht irgendwas, dann tut er nicht nur normal schauen, dann wird der Kegel gelb und irgendwann wird der Kegel dann mehr als nur gelb. Nein, er sieht überhaupt nichts. Ich weiß nicht, ob ich... Okay, jetzt speichere ich. Ich gehe ja schon. Versuch den mal zu erreichen. Warum haut er nicht mit seinem Koffer zu? Wenn's sein muss. Im Gleichschritt, Marsch! Gut. Halt. Da war was. Hat jemand einen Arzt gerufen? Sie sehen aus wie verlauste Küken, die ihre Mutter suchen. Gut. Jetzt gibt es noch den da. Durch das alles mit Doc mache, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber hey. Man tut, was man kann. Dann also darüber. Vorsicht, Mensch. Ich will ein bisschen aufpassen, weil da ist noch einer. Der läuft da links rein. Okay, aber ich bin jetzt weiter. Das ist der Weg. Also ich kann da einfach durch, rüber, zack. Und hinten renne ich wieder runter. Aber soweit ich jetzt mit Doc machen kann, mache ich mit Doc. Die anderen ziehe ich dann einfach nur nach.
gib mir Deckung. Leg dich hin. Dann sieht er uns nicht, glaube ich. Wen könnte ich noch brauchen? Weiter vorne. Was soll Sanchez, Sanchez mit Santiquia. Ich reiße Ihnen den Arsch auf. So, Sanchez. Schneller geht's nicht. Zu viele Muskeln. Das Problem kenne ich nicht. Was läuft? Adelante! Adelante! So. Im Gleichschritt, Marsch! Oh ja, schnell, schnell! Schön langsam! Adelante! Adelante! Ganz schlecht. Da war was! Halt, 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 da war was! Was läuft? Hat jemand einen Plan? Oh ja, schnell, schnell! Ich mach eine Kiste erstmal. Schneller geht's nicht, zu viele Muskeln. Wie ihr seht, der ist da echt sehr, sehr nahe. Was ist? Hey, der sieht mich. Da schleicht doch jemand rum. Bleiben Sie stehen und halten Sie die Hände oben. Verfluchte Schinderei. Gib mir Deckung. Folgt mich der jetzt? Bin gleich da. Ich glaube, der sieht mich jetzt gerade nicht. Bleiben Sie stehen und halten Sie die Hände oben. Bleiben Sie stehen und halten Sie die Hände oben. Ah, ich muss da weg. Der sieht mich. Ich dachte, wenn ich flach am Boden liege. Hat jemand einen Arzt gerufen? Oje. Geh schon weg. Gib mir Deckung. Nennen Sie das Marschieren. Das Problem ist, den zu verfolgen ist auch nicht gerade einfach. Und hier vorbeizukommen ohne Gas ist, glaube ich, auch nicht möglich. Aber ich habe noch Gas, Gott sei Dank. Bin gleich da. Ich gehe doch mal weg. Ich habe nämlich ein bisschen... Okay, jetzt da. Ah, vielleicht könnte ich ihn jetzt... Wenn ich schon mal da bin. Ich gehe ja schon. Keine Bewegung. Ich gehe ja schon. Ich reiße Ihnen den Arsch auf. Morgen brummt dir der Schädel, Hundesohn. Gut war's eigentlich? Schon. Gib mir Deckung. Dann also darüber.